Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's, Frau Mountain Water, und heute zeige ich euch, wie Bodycam funktioniert. Also, starten wir hier mit allgemein. Ich kann euch das leider nicht zeigen, weil ihr sonst die E-Mail und so ziemlich vieles rausfinden würdet über mich, das einfach jetzt euch nichts angeht. Und deshalb möchte ich es euch einfach mündlich jetzt zu sagen, ohne euch zu zeigen. Bei allgemein, da hat es auch so Häkchen wie hier. Da dürft ihr keines ausfüllen, also alle Häkchen weg. Alle sollen so am Schluss aussehen. Kein solches, kapiert? Dann bitte ich euch einfach, das genau so einzugeben, wie ich es auch habe. Bei Videos, das könnt ihr noch nicht so haben wie ich, wenn ihr... also das ist halt einfach, wie man hochlädt. Da kann man hier auf Hochladen gehen oder auf Abspielen, Löschen oder Bearbeiten. Aber das wisst ihr wahrscheinlich schon. Nehme ich mal an. Hier kann man Mauseffekte machen sozusagen, also wie ihr die Maus einstellen wollt. Hier könnt ihr auch den Ton. Den Ton machen oder hier halt die Farbe, die Größe und ja. Dann unter Ton, also das könnt ihr auch hier finden. Da könnt ihr auch bitte einfach jetzt das Video pausieren und alles eingeben, was ich hier auch eingegeben habe. Genau dasselbe. Also ich gerade spiele jetzt im Moment auf einem PC, der zwei Bildschirme hat, die verbunden sind miteinander. Also wenn ich die eine Maus von dieser Seite hier, die ist jetzt links übrigens, rüber gebe, das seht ihr jetzt natürlich nicht, auf die andere Seite wird die Maus einfach auf den rechten Computer gehen. Ich weiß halt nicht, wie euer Laptop funktioniert und oder euer PC und weiß deswegen auch nicht, ob das gleich ist. Aber ich nehme stark an, dass das genauso so ist. Und ich weiß auch, dass es nicht so schlaue Bandicam-Videos gibt jetzt da draußen. Und ja, deswegen, bitte macht einfach das, was ich gerade auch habe. Einfach eingeben. Kapiert? Webcam habe ich jetzt nicht und ich kenne mich auch damit nicht wirklich aus. Also die Maus kennt ihr auch. Logo, da weiß ich halt auch nicht, was das ist. Ich glaube, da kann man einfach ein Logo hinzufügen und dann das ansehen. Text, ja, da kann man irgendeinen Text hinzufügen. Das habe ich jetzt aber auch nicht. Optionen, ja, dann gebt ihr das bitte auch alles ein. Und ja, pausiert das Video bitte jetzt und dann müssen wir nochmal kurz rüber zu Star Stable switchen. Das ist auch ganz wichtig, damit ihr kein Video habt, das laggt und keine solche Zitter-Dinger drin habt, braucht ihr dort auch noch was einzustellen. Und das werde ich euch jetzt auch gleich zeigen. Also bitte pausiert es und zählt es euch an. 3, 2, 1 und ich schließe es. Hier könnt ihr übrigens das Fenster halt eingeben. Also da gibt es auch noch schlaue andere Videos auf YouTube. Und wenn ihr wollt, dass ich mehr von Bandicam erzähle oder zeige, dann müsst ihr mir das sagen. Dann werde ich mir erzählen darüber. Und ja, das hier hat jetzt wirklich nichts wirklich was damit zu tun. Mit Star Stable. Ich weiß, es ist so ein Game-Zeichen, aber ja, nehmt einfach das hier. Das ist am besten, wie ich es mache. Meiner Meinung nach. Und ja, Leute, dann werden wir kurz rüber zu Star Stable switchen. Und ja, hier ist eigentlich nichts eingestellt. Oder nichts anders als ich, also habe ich nichts verändert, als ich es runtergeladen habe. Also das sollte genauso sein wie am Anfang, wie ich es mir runtergeladen habe. Aber wenn ihr es nicht gleich habt, dann ändert das bitte auch noch, damit ihr das ja, richtig hinbekommt. Und ja, ich bin noch nicht registriert, deswegen kann ich ja nur 10 Minuten aufnehmen. Hier seht ihr auch die Zeit, wie lange ich aufnehme und wie lange ich noch aufnehmen kann mit den 10 Minuten oder insgesamt, das weiß ich halt nicht. Und ja, wenn ihr euch registrieren wollt, dann müsst ihr halt auch zahlen. Also das müsst ihr dann für euch wissen. Da gibt es dann auf der Website von Bandicam dann schon noch was zur Information darüber. Also dann switchen wir mal rüber und dann zeige ich euch noch dort, was ich euch zu zeigen habe. Bis gleich. So Leute, hier sind wir in Star Stable und ja, ihr seht nicht viel, sondern nur das hier. Ja, das, was ihr machen müsst, ist natürlich das Vollbild rausmachen. Die Bildschirmauflösung und alles, was ich hier drin habe, wäre vielleicht auch noch praktisch, wenn ihr das machen könntet. Außer natürlich die erweiterten Einstellungen, das hat jetzt, glaube ich, nichts mit Bandicam zu tun. Aber die Bildschirmauflösung ist bei mir jedenfalls so, bei euch kann es auch anders sein, weiß ich nicht. Jedenfalls hier das Vollbild muss auf jeden Fall weg sein. Also
Wenn du das einstellst, dann leckt es die ganze Zeit und die Videoqualität wird wirklich sehr schlecht. Ich kann euch das jetzt auch zeigen und ja, falls ihr gerade etwas im Hintergrund hört, das sind meine Nachbarn, nicht wundern. Vollbild, ja, dann seid ihr halt im Vollbild und das sieht halt nicht wirklich gut aus. Also, ich glaube, ich zeig's euch jetzt nochmal. Okay, Leute, irgendwie kann ich euch das nicht zeigen, also, ja, sorry, tut mir leid, geht halt nicht. Ich hoffe, ich habe euch trotzdem dabei geholfen, also einfach das Vollbild ausstellen, bitteschön, damit das auch, ja, eine tolle Qualität hat und dass man nicht irgendwie, ja, irgendwas mit den Augen bekommt. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es bringt euch auch etwas. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt es doch in die Kommentare. Ich werde es euch dann gerne beantworten, falls ich die Antwort weiß. Wenn nicht, dann werde ich euch weiterleiten auf andere hilfreiche Bandicam-Videos und werde euch die Links dann in die Kommentare verlinken, also in die Kommentare schreiben. Also Leute, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend und das war's. Bye, Leute!